Dass die Musik immer ausgeht, wenn hier Themenwechsel ist, Alter. Alter, wir haben wieder so viel Öl, ne? Hätte ich schon viel eher machen müssen mit dem Zug. Da kommt schon wieder eine Ölfuhre. Achso, by the way, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream. Satisfactory, falls das Öl irgendwann nicht mehr reicht, wir haben noch den LKW, den wir losschicken, aber das brauche ich im Moment nicht. Und das Lied im Hintergrund ist Metro Exodus, Dawn of Hope. Geiles Lied, hör mal. Geiles Spiel, hör mal. Voll. Voll. Gut, wir wollen mal wieder ein paar Sachen einlagern. In our train. I'm a train. Platten, ja, wir brauchen auf jeden Fall Beton. Zement brauchen wir. We need Zement, Zement, Zementer. Zack. Ui, das geht in die falsche Richtung hier. Hä? Wie kann das denn schon wieder passiert sein, ey? Ja, genau, freeze halt. Moment, das müsste der rechte sein, ne? Ja.
Black Powder. Lol, seit wann steht denn das da in Englisch? So, da leider war eingestellt. Jups, bin gleich wieder da. Ihr könnt euch das geile, das hier ja mal angucken. Da bin ich wieder. Wo bleibt der Zug? Ah, der ist noch weit weg. Aber der Ölzug ist da. Der Öltrain. Der ist wichtig. Der darf auch nicht in die Luft fliegen oder so. Mal. So. Dann kann hier auch kein Bauxit mehr drinne landen. Gut. Ja, wir brauchen Zement. Wie das hier aussieht, ey.
Zack. Oh. Die Kieselsäure kommt nicht mehr genug nach und Gummis auch nicht. Na ja, Gummis haben wir sowieso Probleme. Oh, der ist gar nicht hier. Ja, das hat ja super geklappt. Wieso zum Teufel kommt hier jetzt immer das Schwarzpulver rein? Ja, genau.
Warum ist das hier so? Ah, hier ist Bauxit. Schwarzpulver, Katerium, Bauxit. So, hier ist Bauxit drin, ne? Hier haben wir Katerium. Und hier Schwarzpulver. So, ja, will mal gucken. Ich. Hey. So, plus plus. Dummhausen. Dann haben wir zum Schwefel. Schwefel. Danach zum Bauxit. Bauxit und dann zum Katerium. So, dieser Waggon hier ist der Bauxit-Waggon. Bauxit, Katerium, Schwefel. Der letzte Waggon hier. Ja, alles klar. Genau das war geplant. So, das hier ist Schwefel. Ja, das sieht richtig aus. Ja, perfekt. Gut, wenn dieser Waggon jetzt beladen ist, ist das hier der Bauxit-Waggon. Und ich bleibe auch hier stehen.
Als ob jetzt die Kirchenglocken klingeln. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Lasst mich raus, ihr Kinder. Ich möchte hier nicht mehr sein, ja. Hui, auf geht's, sie fahrt ins Ungewisse. Die eigentlich nicht ungewiss ist, aber so klingt's dramatischer. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train. Tut tut! Kopf einziehen. Bauxit hier, merken, Bauxit. Ach ja, Dampflok. Eigentlich hätte ich den Katerium-Bahnhof auch hier auf dieser Strecke setzen können. Naja. So, der Katerium-Bahnhof ist der in der Mitte, da geht eigentlich nie was schief. Fuck, ich bin eher ausgestiegen. Ich dachte, der Bahnhof wäre schon dichter dran. Stopp, ihr habt den Zug verpasst. Oh, Essen. Meins. Ernst im Ernst? Den Zug, den kriegen wir wieder. Denn so... Oh. Na gut, den Zug kriegen wir nicht wieder. Hehe. Tralala, tralala. Wieso fährt er nicht weiter? Der Bahnhof kaputt. Ja, das ist richtig hier. Bauxit. Halt, das sollte ich nicht machen, sonst verpasse ich gleich wieder den Zug. Alter. Die Kästenglocken gehen mir schon hart auf den Sack. Oh, ich habe noch zwei Festplatten, die es noch zu analysieren gilt.
Nicht runterfallen. Oh nein, sagte er und fiel runter. Oh nein, was mache ich jetzt? Scheiße. Ach nö. Ach doppel, ach nö. Ach dreifach, ach nö. Tja, das heißt ja wohl laufen. Digga, die Sonne blendet heute wieder. Alter, Red Dead Redemption geht mir gerade hart auf den Sack. Da wäre ich ja lieber Metro Exodus, Race Against Fate. Oh, pardon. Ejo. Oh, pardon. Ach nö, was willst du denn jetzt? Lass mich schön in Ruhe. Dich kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Oh, verdammt. Ich bin... Nein! Aua! Au! Aua! Ha, da habe ich den Zug wieder eingeholt. Tja, so schnell kann es gehen, hör mal. Warum kann man ja keine Dampflokomotiven bauen? Ich werde viel lieber eine kohlebetriebene Dampflok hier haben als so eine Elektrokacke hier. Ordentlich die Umwelt verpesten. So wie er. Körper einziehen. So, hier wird nochmal kurz alles abgescheckt. Das hier ist Schwarzpulver, das ist richtig. Katerium ist richtig. Und das ist Bauxit. Das ist alles richtig hier. Ich verstehe manchmal nicht, wie Schwarzpulver beim Bauxit reinkommen kann und Bauxit beim Schwarzpulver. Das begreife ich nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Aber trotzdem, bei Satisfactory, wie gesagt, Physik gibt es sowas nicht. Also... Physik wird hier klein geschrieben. Physik, was ist das? Haben sich die Entwickler gedacht. Hör, das ist ja noch Early Access. Hey, warum bewegt der sich hier nicht? Ach, das ist das Schwarzpulver, weil Schwarzpulver voll ist. Voll bis oben hin. Toll, jetzt habe ich hier Bauxit drinne, das kann ich nicht gebrauchen hier. Weg. Warum kann ich den Explorer eigentlich nicht? Habe ich den hier noch stehen? Ha.
Oh, ich habe keine Kabels mehr. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Doch, kriege ich. Dieses unnötige Merker-Dings da, was ich keine Ahnung habe, was man damit machen kann. Denn eine Festplatte, Alternative, wir haben doch schon eine Alternative, aber komm, die machen wir, das war wieder eine verschenkte Festplatte. Und ab dafür. So, und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt nach Neudumhausen. Bauen da ein bisschen und dann machen wir schon Feierabend, weil dann geht's nachher weiter mit GTA. G to the A. Oh, das hier geht mir auf den Sack. Das auch. Das nicht. Köppe einziehen. Mann, ich will diese andere Hupe haben. Scheiße, da war sie eben. Ah ja. Züge nur so langsam fahren, versetzen. Ob man irgendwann ein ICE bauen kann, so Personentransportzug oder so? Personenzug? Ich will Dampflokomotiven bauen können. Denn braucht man überhaupt keinen Strom mehr für die scheiß Eisenbahn verbrauchen. Moin. Alter, wie er noch mal Gas gibt, ey.
Willkommen in Neudumhausen. Wo es noch nichts gibt, außer den formschönen Bahnhof hier. Neudumhausen ist eine Riesen. Was ist das da oben eigentlich? Neudumhausen ist die Endlosbaustelle. Wird nie fertig, genauso wie der Flughafen in Berlin. Ja, dann ist das neue Stuttgart 21. Oh geil, eine lilane Schnecke. Also die kriegt man einfach so, weil ich da unten gebaut habe, spawnen hier oben keine Viecher. Ha, nice. Ja, was nicht so nice ist, dass ich überhaupt keinen Platz habe. Komm hier. Ah, Neudumhausen wird schon geil, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Das Lied, was gerade läuft, habe ich schon so lange in der Playlist. Da habe ich noch Arma 3 Real Life RPG gespielt. Das sind bestimmt auch schon 4 Jahre oder 5 Jahre her. So, aua, so lange hätte das Lied schon in der Playlist. Ah, das Ding da drüben sammle ich nicht ein, weil ich nicht weiß, was man damit machen kann. Ah, ja, genau da unten wollte ich das hin haben. Zack. Ach ja, hey. Hör mal. Hören Sie mal, junger Mann. Hä? Das war geplant. Oh verdammt, ich habe gar kein Obelix mit. Boah, pardon. Yep. Boah, pardon.
Ja, genau. Jo, da hat er genau gepasst. Als ob das abgezählt war. An Neudumhausen haben wir noch ein Weilchen zu knabbern. Das dauert noch ein bisschen, bis das hier endlich alles in Betrieb genommen wird. Der Bauernhof, die Produktion und. Zack. Wenn man das hier als Startbiom nimmt, ne, da hab ich mal noch eine ganz kleine Frage an die, die sich auskennen. Ich weiß nicht, ob genau hier das Startbiom ist oder ein bisschen weiter, weil es gibt auch ein Wüstenbiom, wo man starten kann. Liegt diese Festplatte denn auch da? Was heißt diese Festplatte? Es gibt hier noch mehrere Festplatten. Da oben ist eine, da hinten irgendwo ist noch eine. Also hier sind ungefähr 4 in der Gegend. Ob die, sind die dann auch hier, wenn man hier startet, oder sind die woanders? Das täte mich mal interessieren. Die sind dann auch da. Ah. Okay, danke und hallo Topsach. Oh, verdammt. Aua, voll mit den Dings hier. Kopfhörer gegens Mikro gehauen. Ja, Nabentopsach. Dieser Stream hier wird übrigens nicht allzu lang gehen. Gegen 20 Uhr werde ich diesen Stream beenden. Halbe Stunde Pause machen. Und dann mit GTA weitermachen. Und ob ich nach GTA nochmal selbst anfange, weiß ich nicht. Der hängt davon ab, wie spät es dann ist. Alter. Ich will... Na! Alter. Ich hoffe, die Musik ist so nicht allzu laut und man versteht mich noch, wenn ich rede. Das mit GTA hängt nachher davon ab, wie es um meinen Müdigkeitsgrad bestimmt ist. So, ich parke erstmal das Ding aus. Dann baue ich eine Rüstungswerkbank. Oh, fuck, ich hab's keine Drähte mehr. Aber reicht ja mal für 3 Nobelisken, für 3 Obelix. Ja, boah, Alter. Weg und weg. Ciao Baum. Und ciao Baums. Bumm. Haha. Und das gleiche machen wir mit denen hier auch nochmal. Aus der Luft. Was zum Fick war das? Jawoll, wenn das nicht mal verschwendet war. Dann muss die Kettensäge her. Oh,
Hey. Hey. Manchmal baut er nicht, wenn ich auf links, also wenn ich drücke. Finde ich nicht in Ordnung, wenn man. Alter, das wird ja noch interessant, ey. Wenn ich hier hinten hingehe, jawohl, Alter, wie viel Obelix ich. Da brauche ich eine Menge Obelix, hör mal. Obelixe. No, who did it take? Hands off. Kann der Explorer hier mittlerweile rüberfahren? Hey. Ist so schön hier die Wüste so viecherleer zu sehen, ne? Was bauen, bevor ich den Explorer wieder abbaue, weil sonst habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Wie das Wasser trotzdem noch fließt, obwohl hier jetzt der Wand drin ist.
Na, kann der Baum stehen bleiben? Oder muss er weg? Ah, der muss weg. Ah, ja, später mit Hilfe von TNT. Jut, genau, alles wegsprengen. Richtig, wenn man was weghaut, dann muss es richtig weg. TNT. Gut. Ein paar Wände haben wir reingezogen. Jetzt kommt wieder der Boden drin. Dann müssen wir schon gleich wieder Beton nachholen, ey. Im Zug ist nämlich nichts mehr. Wir verbrauchen hier so viel Zement. Das ist heftig, Schömer. Das ist geil. Two steps from hell. Fundament. Genau das war geplant. Nein, zu spät gedrückt. Ich hoffe, man versteht mich und die Musik ist nicht zu laut. Oh, das war's. Jetzt geht's ab zu Domhausen. Und erstmal neuen Zement holen und mehr Obelixe herstellen. Do is it. Jawoll. Sir. Kann man da auf zwei Rädern fahren hier? Ja. Oh, ich freue mich schon, wenn das alles fertig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Freight Station. Ob wir alle brauchen, weiß ich nicht. Und ob die genug sind, weiß ich auch nicht. Aber zur Not können wir noch. Ja. Also standmäßig. Was meinst du mit standmäßig? Auf zwei, ach so, auf zwei Rädern. Mal sehen, zur Not können wir noch ein paar Freight Station anbauen. Eine. Nee, noch nicht mal. Dann müsste ich den Aufgang nach hinten versetzen, aber das sollte reichen. Gott, Vollspeed und ab nach Domhausen. Zum Hauptbahnhof. Stuntman. Ach, Stuntman. Toll geworden mit dem Zug. Oi, danke schön, Hammer. Wenn es erstmal fertig sind und da keine Lücken mehr sind, sieht es noch geiler aus. Und dann will ich da unten versuchen, noch irgendwie eine LKW-Station hinzubauen. Und den LKW werde ich schon irgendeine Route zuweisen, auch wenn sie keinen Sinn ergibt. Weil wegen sieht geil aus. Aber danke, Hammer. Wenn ich was baue, dann sieht das immer gut aus und hat auch immer seinen Zweck. Gott, da habe ich mich gerade ganz spontan verschluckt. Kann ich mir gar nicht erklären. Wo ist eigentlich der andere Zug? Das bin ich. Ach, der ist gerade beim Katerium. By the way, wir müssen bei den Quarzkristallen und bei den Gummis mehr übertakten, wenn da nicht schon alles übertaktet ist.
Darf ich was fragen? Ja, frag, hör mal. Das habe ich total überlesen, ey. Ich habe das bitte gerne gelesen. Aber natürlich darfst du was fragen. Ich muss ja nicht antworten. Wenn ich deinen Dialekt höre, kommst du aus dem Norden? Ja, ich komme aus Schleswig-Holstein, hör mal. Ich bin's eins vom Schleswig-Holstein drin rein. Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Du bist das Ruhrgebiet, eine Droge, die mich süchtig macht. War doch so, oder? Ei, Grüße aus Schleswig-Holstein ins Ruhrgebiet, hör mal. Richtig. Danke. So, schnell aufspringen, damit ich den Train nicht verpasse. Mal sehen. Wo ist der andere Zug? Oh, der steckt gerade in Dommhausen. Da warte ich lieber, bis der weg ist, damit ich da nichts kaputt mache. Stopp. Wobei, ein bisschen weiter kannst du noch fahren. So, hier warte ich aber. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt irgendwas kaputt mache. Kennst du dich ein bisschen mit Twitch aus? Kommt drauf an, was du jetzt willst. Ich sag lieber noch nichts. Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein, ich sag vielleicht. Kommt auf die Situation an. Ich hatte gestreamt und Twitch hat mein Video in zwei Teile geteilt. Okay. Das ist bei mir noch nicht vorgekommen. So, warte mal, die Kieselsäure und Gummis, muss ich mal gucken, ob ich die noch übertakten muss. Ne, ich weiß nicht, warum Twitch das in zweiteilige Dings hit hat. Muss sagen, hatte keine Internetunterbrechung. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. So, warte mal, wo ist denn die Kieselsäure? Das hatte ich noch nie gehabt. Hier ist ja die Kieselsäure. Ach, verdammt, nicht Kieselsäure, Quarzkristall. Quarzkristall Mess. Oder kann das sein, dass kurze Unterbrechung war und das nicht gemerkt hatte? Das kann auch sein. Also normalerweise teilt Twitch das nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Die machen das nicht einfach so. Also nicht, dass ich wüsste, weil bei mir haben sie es noch nie gemacht. Es kann sein, dass dein Stream dann kurz unterbrochen wurde und du das nicht mitgekriegt hast. Hier ist Brennstoff. Brennstoff ist komplett übertaktet. Warte mal, ich habe ja noch mehr Gummi hier. Wo bist du? Gummi? Wo ist die andere Gummiproduktion? Die ist hier. Oh, die ist komplett übertaktet. Warte mal, komplett übertaktet. Dann hau ich hier die letzten beiden Schnecken rein und hau hier auch voll. So, weil Öl haben wir im Moment genug. Ich kann genug übertakten. Und zur Not schicke ich den LKW mit los. So. Jetzt sollten wieder genug Gummis und Quarzkristalle kommen. Alter, ich hätte nie gedacht, dass man mal so viel Öl braucht, ne? Hätte ich nie gedacht. Bei Quarz kriegen wir wahrscheinlich irgendwann auch Probleme. So, ganz ehrlich, hier Kalkstein weg. Die Blätter und Holz, da tau ich hier unten mit rein. Warte mal. Alter, wir haben keine Computer mehr auf Lager, ey. Übrigens muss ich mal sagen, dass du eine tolle Grafik hast. Gefällt mir und alles schön flüssig. Ah, vielen Dank für das Kompliment.
Das war allerdings nicht immer so. Schau dir mal, naja, mein ganz erstes Video kannst du nicht mal angucken, weil das habe ich gelöscht bzw. auf privat gestellt. Aber schau dir mal das älteste altes Live-Video an. Ich sag dir eins, setz eine Augenklappe, Augenbinde auf, da kriegst du Augenkrebs. Mein ältestes altes Live-Video, das. Es ist zwar lustig, aber das musst du mit geschlossenen Augen anschauen, also quasi als Hörspiel. Ich habe aufgerüstet. Ich habe eine lange Zeit. Und will mir ja auch eine neue Grafikkarte kaufen. Hab keine gute. Ja, ich habe eine GeForce, ich habe eine 1080. Ich möchte die 2080 gerne haben, aber die ist mir im Moment mit 800 Euro zu teuer. Das will ich noch nie ausgeben. Die 1080 reicht, aber die 2080, das Geld will ich noch nicht ausgeben. Teuer, wollte ich gerade sagen. Ich habe mir mal geguckt, ich habe mir die Preise mal angeguckt, habe gesagt, nö, meine 1080 reicht, mit der bin ich zufrieden. 2080 kommt später. So. Aber ich weiß gar nicht, sind übrigens mittlerweile, es waren ja noch nicht, als die 2080 rauskam, waren noch nicht alle Spiele mit der 2080 kompatibel. Und da hat es Probleme gegeben. Wurde das mittlerweile behoben? Ich habe das gar nicht mehr so weiter verfolgt, weil ich mir gesagt habe, die ist zu teuer, die kaufst du dir noch nicht. Deswegen war das dann, ja, kam für mich die 2080 erstmal nicht mehr in Frage. Und habe das auch nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe hier, wie gesagt, meine 1080, die reicht mir. Ich bin damit zufrieden. Ach, was ich übrigens auch sagen wollte zur Grafik und Qualität. Als ich angefangen habe, habe ich nur auf dem Laptop gedaddelt. Ich habe immer gesagt, Laptop, mehr brauche ich nicht. Ich kaufe mir nie einen PC. Und so ist das auch geblieben bis vor einem Jahr. Dann habe ich endlich aufgerüstet und mir einen Rechner geholt. Ich habe seit einem Jahr einen Rechner und seit einem Jahr daddel ich auf dem Rechner. Alter. Erschreckt mich halt Musik, ey. Vor einem Jahr habe ich meinen Rechner gekauft und seitdem läuft hier auch alles flüssig. Ich besitze insgesamt 3 Laptops. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich partout dagegen gewehrt, mir einen Rechner zu kaufen. Werd mir bald auch ein bisschen nachrüsten, grafikmäßig. Was hast du für eine Grafikkarte? Warte mal, wir brauchen noch Metallplatten. So, da reicht erstmal an Metallplatten, an Metalplatten. Ja, Heavy Metalplatten. Ha. Lustig. GB RAM habe ich drin, 6 Kerne PC, meine alte Nvidia GT 710, 2 GB. Steinalt. Na gut, ich habe auch 16 GB RAM, aber mein Rechner hat nur 4 Kerne und halt eine Grafikkarte in der 1080. So, der Train ist voll. Jetzt habe ich mein Inventar nochmal voll mit Zement. Und guck mal, was die Festplatte sagt. Dann hau die letzte Festplatte rein. Und dann sollte ich mich ja nicht auch mal um die alternativen Uranzellen kümmern, ne? Wobei, dazu muss ich Uran abbauen. Da habe ich noch keinen Bock drauf jetzt hier. So, was sagst du denn? Das ist ja alles scheiße hier. Oh, alternative Nobelisk. Nice. Das muss sofort her. Das kann ich auch realisieren. Bestätigen. Letzte Festplatte kommt drin. Sortieren. Ab dafür. Gute Grafikkarte macht viel aus. Kann man die Leistung vom PC entlasten. Aber ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut mit PCs aus.
allgemein mit den technischen Daten und so, keine Ahnung. Bei mir, wenn es läuft, dann läuft das, scheißegal was drin ist, es muss laufen. Und bei mir muss das auch so sein, wenn ich mir was kaufe, muss das auch gleich funktionieren, ohne lange damit rumzuarbeiten. Weil da habe ich keine Geduld zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich zu ungeduldig. Aber auch eine Frage des Geldes. Richtig. Also ich habe für meinen Rechner 2000 Euro ausgegeben. War ein fertiger Rechner. Ich habe den nicht zusammenbauen lassen. Ich bin zufrieden. Ist ein Acer Predator Gaming PC. Connection lost. Alter, hab ich mich erschrocken. Connected. Hallo, ich bin wieder da. Warum sage ich das eigentlich? Ist sowieso keiner da, der mir zuhört. So, Obelix wird gebaut. Oh, wir müssen noch ein paar Rohre mitnehmen. Für mich ist es wichtig, dass es läuft, dass man alles erkennen kann. Alles flüssig, das reicht mir. Richtig, das ist auch bei mir. Warte mal. Auf was habe ich die Einstellungen eigentlich? Ha, Ultra, 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 Ultra. Alles auf Ultra und es läuft flüssig schon mal. Ich habe leider keine FPS-Anzeige, aber ich würde mal sagen, das sind hier... Boah, kein Plan. Was sagt OBS? OBS sagt 60 Frames. Aber das sagt OBS irgendwie ständig. Was wollte ich holen? Ich wollte Rohre holen. Eltuse Rohre. Das sind keine Rohre. Das sind Rohre. LOL, wieso steht der Explorer? Ach so, den habe ich da eben hingebaut. Ich wollte gerade sagen, warum steht der Explorer denn da? Erwähnt ihr schon, dass ich seit 4:30 wach bin heute Morgen? Und deswegen leicht vergesslich bin. Gut, vergesslich bin ich auch ohne, dass ich 4:30 wach bin. Davon mal ganz abgesehen. Wo sind denn jetzt eigentlich die Nobelisten? Warum sehe ich die nicht? Ach da, 35 haben wir. So, dann baue ich mir auch noch mal so ein paar Patrönchen hier. Stopp, das muss reichen hier. So, gleich laden hier. Das ist unsere kleine 9mm Pistole. So. Auf zum Bahnhof. Brumm, 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 brumm. Ihr habt vergessen zu tanken. So, wieder zurück nach Neudumhausen. Oh, pardon. Und wie geht's hier so? Oh, ganz gut, ganz gut. Kann mir nicht beklagen. Wie geht's selbst? Auch alles gut. Was macht die Frau, das Kind? Vorher weiß ich schon, dass ich eine Frau und ein Kind habe. Oh, fuck. Ich glaube, jetzt habe ich was kaputt gemacht, oder? Ne, kann ich gar nicht, weil der Zug gerade zum Bauxit fährt. Ne, gar nicht wahr. Warte mal, das bin ich. Ne, wo? Hä? Doch, der Zug fährt gerade zum Bauxit. Oh, das war dämlich. Oh, ich habe den Zug gerade noch gekriegt. Mir geht's auch gut. Frau geht's auch gut. Kinder gibt's keine. Sehr schön. Ich habe noch mal eine Frage.
Weiß man eigentlich schon, wann bei Satisfactory das nächste Update kommt? Ist da schon was bekannt gegeben? Ich bin nämlich mal gespannt, ob es auch noch Flugzeuge und so weiter gibt. Wäre mega geil, hier mit dem Flugzeug rumzufliegen. Sollte schon da sein, aber verschieben es bestimmt wieder. Ach so. Also ich habe gehört, dass im nächsten Update die Züge gefixt werden sollen. Ich hoffe, dass sie bei den Zügen nicht fickt. Also ich hoffe, dass sie sich geplant war Mitte Monat. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, noch fahren die Züge ja durcheinander durch. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwann fixen, dass die Züge nicht mehr durcheinander durchfahren und miteinander kollidieren. Das würde ich nicht so geil finden. Und ich hoffe auch, dass die nicht fixen, dass Züge nicht mehr durch Fundamente durchfahren können. Weil dann habe ich ein Problem. Allerdings hoffe ich, dass sie die KI bei den Zügen ein bisschen fixen. Weil die KI mit den Zügen, finde ich, ist im Moment nicht so gut. Moin! Ja, das muss gefixt werden. Mir kam auch mal der Waggon allein entgegen. Da habe ich dumm geschaut. Das ist dir aber nicht. Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist, ja, nicht gut. So, wollen wir hier mal langsam durchfahren. Die Hupe funktioniert nicht. Dafür kann ich den Zünder drücken. Da ist Nagellose, den muss ich mal kurz festkloppen. Hä? Ciao. Scheiße, ich habe keinen Beton auf Hand. Nein, stopp! Stopp! Why, there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. And we are alive, there's nothing to complain about, nothing to complain about. Und wie ist es das Wetter so bei euch? Ja, im Moment nicht ganz so warm. Das ist, ja. Kalt, regnet, scheiße. Und wie ist das so im Ruhrgebiet? Also hier ist, wie ich schon sagte, kalt, regnet, scheiße. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Bei uns auch nicht. Regnet hier auch. Nein! Ah, guck mal, das hier ist den Fall für Obelix. Obelix, do your job. Bumm!
fände erstaunlich, wie das Wasser hier noch fließen kann, obwohl hier eine Wand ist. Aber wie ihr sagt, Physik gibt es bei Satisfactory nicht. Satisfactory hat einfach eine alternative Physik entwickelt. Gut, wir sind ja auch auf einem fremden Planeten. Hier ist die Physik auch anders. Das ist gar kein Bug, das liegt am Planeten. Auf der Erde läuft es so und hier auf diesem Planeten, dessen Namen ich nicht weiß, läuft es so. Alter, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, ey. Das ist, was hab ich mir hier vorgenommen, ey. Das ist, wäre ich doch bloß in Altdummhausen geblieben, ey. Halt! Ja, genau. Ja, Alter, genau das war geplant. Ach, The Great Genesis ist das. Ja, was wäre das neue Dummhausen? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht. Ich habe mir gedacht, du brauchst jetzt einfach mal eine große Fläche und baust alles ab, was du hier hast, im alten Dummhausen und baust es hier neu auf. Das wird dann... Scheiße. Das wird dann noch größer und noch größeres Chaos. Weil einen Plan habe ich mir noch nicht gemacht. Ich habe mir erstmal gedacht, du baust erstmal die Fläche hier fertig. Und dann guckst du, was sich ergibt. Also bitte so Fragen wie, was wird das Neuhausen oder was hat der Sinn von Neudummhausen unterlassen, ja? Diese Fragen sind hier nicht gerne gesehen. Da werden keine Fragen gestellt. Und ich mach Neudummhausen Zombie sicher, falls hier irgendwann mal der Zombie-Apokalypse ausbricht. Ich hoffe, dass man irgendwann noch Selbstschussanlagen und so bauen kann. Ja, sorry, dass ich gefragt hab. Denn der einzige Aufstieg zu Neudummhausen ist da hinten. Wenn die Zombies kommen, müssen sie da hinten hoch. Von da erwarten sie dann die Selbstschussanlagen. Und wenn es keine Selbstschussanlagen gibt... Alter. Ich hab ja noch hier meine 9mm Pistole. Da macht's denn... Bratatatat! Und die Zombies sind Geschichte. Die Zombies. Die Tommies. Grüße gehen raus an alle, die Tom heißen. Ihr seid ab sofort Geschichte.
was da wieder an Beton drauf geht. Richtig. Aber hier werden keine Kosten und Mühen gescheut, wenn es um die Staatssicherheit geht. Der Staat Dummhausen. Emma hat Dummhausen einen Bahnhof, was man von einigen Städten nicht behaupten kann. Tonke. Alter, diese Ruhe, ne? Ich glaube, ich mache mal wieder mal zur Abwechslung die Satisfactory Musik an. Achtung, Einschlafgefahr. Oh Leute, gibt's neue Musik? Huch. So, Einschlafgefahr. Die sollen mal Laternen reinfixen, dass mal Licht im Spiel. Ja, richtig, das hat mich überhaupt gewundert, dass man keine Lampen bauen kann. Warte mal, ich höre die geile Musik gar nicht, ey. Mach mal lauter hier. Naja, ich meine, egal wie laut das ist, Niki ist lauter. Warum geht maximiert das Spiel eigentlich immer, wenn ich was ändere? Okay, das reicht mit der Musik. Und wieder aus. Wir haben lang genug Satisfactory Musik gespielt. Die ist genauso ätzend wie die Minecraft Musik. Ich verstehe Leute nicht, die bei Minecraft die Musik anmachen. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Leute die Minecraft Musik schön finden können. Keine Ahnung. Ich finde die so einschläfernd. Keine Ahnung. Da höre ich auch meine eigene Musik. Hui! Thank you. Zack, zack. Wobei, warum nehme ich eigentlich Platten mit? Ich brauche keine Platten, ey. Alter, wir müssen da schon wieder zurück und Zement holen, ey. Das ist ja... Was soll ich denn davon halten, hör mal? Hey, wir haben gleich diese Hälfte hier fertig. Oh, ja, genau. Oh, Essen! Meins. Ciao. Hä? Also ich dachte, ich hätte da hinten gerade einen Viech gesehen. Aber das kann da gar nicht sein. Finde schade, dass hier unten keine Viecher rumlaufen, muss ich ehrlich sagen. Oder ein Wasserhai. Bloß nicht, Alter. Keine Wassermonster. So, die erste Hälfte hier ist fertig. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Das ist gerade mal die Hälfte von der Hälfte. Naja. Finde schade, dass hier kein Rochen rumfliegt. Das ist
irgendwie müssten die Entwickler das patchen, dass man Rochen einfangen kann und an anderer Stelle wieder aussetzen kann. Ich würde hier nämlich gerne, wenn Neudumhausen fertig ist, mit einem Rochen rumfliegen. So, do your job, Obelix. Oh. Mal gucken, ich glaube, ich ziehe mal die Grenze ab, wa? Mit den bisschen, was wir hier noch haben. Oh, ja, das war ja eine große Grenze. Hui! Bin mal gespannt, was so alles kommt ins Spiel. Ja, ich auch. Ich hoffe, dass es irgendwann Zombies gibt und ich hoffe, dass irgendwann Flugzeuge kommen. Oder zumindest ein Zombie-Apokalypse-Modus, wo man eine bestimmte Zeit hat, sich eine Base zu bauen, ein bisschen Fortschritt zu machen und Waffen zu bauen und sich dann gegen die Zombie-Horden wehren muss. Das wäre doch mal mega geiler Modus. Ich meine, in jedem Spiel gibt es einen Zombie-Modus. Warum sollte der nicht auch in Satisfactory kommen? Selbst in Fortnite gibt es einen Zombie-Modus. Weil ich meine, Dumhausen, das ist ja schon hier, das wäre hier Fort Dumhausen, Alter. Das sicherste, wenn das fertig ist, das sicherste Fort. Ja, überhaupt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Selbstschussanlagen wären dann noch geil. Wobei, Selbstschussanlagen würden hier jetzt im Moment noch keinen Sinn machen, weil Viecher spawnen ja nicht in der Nähe von gebauten Sachen. Im Hintergrund übrigens wieder Metro Exodus, John Murphy, In the House, A Heartbeat. Mega geiler Soundtrack zu einem mega geilen Spiel. So, gib Schubrakete, hör mal. Der Zug ist kaputt, der klappert. Ja, muss mal geölt werden. Tja, ist richtig Hammer. Moin! Das hier ist Altdumhausen. Aber wenn Neudumhausen fertig ist, bleibt Altdumhausen nur noch eine Ruine. Eine Ruine seiner selbst. Ein Nebendorf.
Aber ich kann jetzt schon mal prophezeien, Neu-Dummhausen wird eine noch größere Katastrophe als Alt-Dummhausen. Schau, die Dampflokomotive setzt sich in Bewegung. Tut, tut. Schwarzpulver, Katerium, Bauxit und eine ganze Menge anderer Schrott. Hey, Fallout 4. Habe jetzt aber keinen Bock drauf. Morrowind, kein Bock drauf. Alter, kein Bock drauf. Ey, wieder Metro Exodus, Dawn of Hope. Das hatten wir aber schon. Nö. Was bist du? Nö. 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 Ja. Ja. Mucke. Hui. Hui. Wer sagt, das hier ist Chaos, der hat absolut recht. Aber wie sagt man so schön, nur das Genie beherrscht das Chaos. Huch. Und ich bin ein Genie. Fuck, das wird nix. Aua. Boah, was hoch. Was? Achso. Hör mal sehen, ob wir das schaffen. Ich war schon mal drauf. Ich habe irgendwie gerade Bock, nochmal mitzufliegen. Wo ist er denn? Nein! Wo bin ich? Kann man den eigentlich töten? Und Sprung. Ha!
So. Jetzt passt Metro Exodus. Scheiße. Oh. Komm her. Da ist es ja. Der Flug über Dummhausen. Bei Neudummhausen wird das leider nicht mal möglich sein. Okay. Hier ist Katerium. Da hinten ist eine Festplatte, die wir schon haben. Die ich übrigens so gesehen habe durch den Rochenflug. Das da ist eine Eisenbahnstrecke. Raum. Alter, wie das von hier oben aussieht, ne? Katastrophe. Thank you.
Gut, das war's. Das war der Rundflug. Eine Firma im Umbruch. Richtig. Da ist er ja. Aber ganz ehrlich, Neudumhausen wird später genauso ein Chaos sein. Neudumhausen wird zwar größer sein, aber dann wird es noch größeres Chaos werden, ey. Das kann ich schon mal prophezeien. Ach ja, ich habe mein Jetpack gar nicht an. Alter, Kieselsäure läuft immer noch nicht so. Bombe. Alter, wie viele Dinger haben wir, ey? Oh. Kühlkörper. Haha, Kühlkörper. Hol mir mal eben einen Kaffee, bis gleich. Alles klar, Hammer. Das ist nice. Alternative elektromagnetische Steuer irgendwas Dinger. Das will ich haben. Steuerstange. Nice. Ah, mit Highspeed an neuer wobei. Ja, komm hier, bestätigen ab dafür. Wir haben keine Festplatte mehr. Egal, die hat sich gelohnt. Alter, wir haben wieder Drähte im Overflow, ne? Da leite ich doch nochmal was ins Lager ab. Gehen hier die Computer lang oder was soll hier lang gehen? Ich glaube, hier gehen die Computer hoch, ne? Wenn ja, hier kommen ja richtig viele Computer an, hör mal. Oh, richtig viele. Wo bleiben denn die? Oh. Also ich muss ja schon sagen, die Computer laufen, ne? Habe ich die Computer vielleicht ausgestellt und vergesse wieder anzumachen? Ich muss da mal kurz was überprüfen.
Oh, ich hab die Computer vergessen wieder einzuschalten. Ha. Kann ja auch nicht funktionieren. Dafür ist jetzt unser Platinlager voll. Ja, es ist, ja. Also ich wusste natürlich, dass die Computer ausgeschaltet sind. Also. Hä? Ein Computer, ich habe zwar schon die alternativen Computer, aber ja, das Geile bei den Computern ist, die gehen jetzt erst runter und dann gehen sie von unten, von diesem Container hier, wieder hoch. Wer das gebaut hat, das, ein Genie hat das hier gebaut, hör mal. Na, wo bleibt er denn? Da ist doch eben einer fertig geworden. Ah, ich glaube, der Computer kommt. Hui! Und jetzt geht er hier wieder hoch. Wo haben wir hier? Wir haben ein paar Turbomotoren. Oh, die modularen Rahmen sind ja voll. Die modularen Rahmenbedingungen. Nice. Hätte niemals gedacht, aber ganz ehrlich, die brauchen wir im Moment auch in letzter Zeit gar nicht. So. Scheiße, das war ja nicht so gut. Na 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 na. Also Öl läuft, würde ich mal sagen. Hätte ich schon viel eher machen müssen mit dem Zug.
Freie Durchfahrt. Achtung am Bahngleis. Die Hupe ist kaputt. Wie komme ich jetzt auf diese? Ja. Moin. Hey, da hinten ist Essen. Gut, oh, ein paar Wände ziehen wir. Hat hier ist ein besserer Eingang.
Yay, spiel schon seit 2 Stunden. Ach komm, das ist Bullshit. Schade, dass es keine Glasböden gibt. Jo, die haben wir schon. Ach nö, warum wird denn hier jetzt Giftpflanzen? Okay, der Obelix muss wieder her. Obelix, ich hab's einen Job für dich. Zack. Oh. Zack. Hat aber gereicht. Ha, ich weiß nicht, wie mir das hier gefallen soll. Oh lol. Ernsthaft.
Ha, die Grenze wurde gemacht. Ja, noch nicht ganz. Ich glaube, wir haben kein Zement mehr mit, ne? Oh, kein Öl mehr. Na ja, gut. Doch, haben wir noch. So, aber ich für meinen Fall sag jetzt an dieser Stelle hier speichern. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. In einer halben Stunde geht's mit GTA Real Life RP weiter. Ich werde den Stream beenden. Den Rechner neu starten. Dann geht's mit Real Life RP. Da geht's mit GTA weiter. 1 bis 2 Stunden vielleicht. Und danach muss ich mal gucken, wie es um meinen Müdigkeitszustand bestimmt ist. Vielleicht kommt nach GTA noch ein Satisfactory Stream. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Einfach überrushen lassen. Ich kündige das dann einem GTA Stream auch nochmal an. Auf jeden Fall sehen wir uns in einer halben Stunde mit GTA wieder. Hauen Sie rein. Tüdelü. Nochmal speichern. Und Küsschen aufs Nüsschen. Schön mit Ö. Schau mit V. Und Ende.